Ist Gedankenlesen deine leichteste Übung? So abwegig ist das gar nicht. Was würden wir manchmal dafür geben, einen Blick in die Herzen und Gedanken unserer Mitmenschen werfen zu können? Unser Leben wäre einfacher, wenn wir immer wüssten, was andere denken. Aber wer weiß, vielleicht hätten wir dann auch mehr echte Sorgen und Probleme. Einige Zeitgenossen scheinen tatsächlich ein Talent für Telepathie zu haben. Sie wissen immer ein Quäntchen mehr als andere und können Ereignisse präzise vorhersagen. Falls dir das bekannt vorkommt, besitzt du möglicherweise die Gabe des zweiten Gesichts. Woran du ganz konkret erkennen kannst, dass du telepathisch veranlagt bist, verraten wir dir in unserem heutigen Podcast. Wenn du noch nicht Teil unserer großartigen Gemeinschaft bist, dann laden wir dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um keine spannenden Beiträge mehr zu verpassen. Nummer 1. Geistesblitze und spontane Ideen. Erleuchtet im Alltag. Kannst du dir vorstellen, dass auch eine rege Fantasie und eine ausgeklügelte Problemlösungskompetenz Hinweise auf telepathische Talente sind? In der Tat gelten besonders fantasiebegabte Menschen schnell als übersinnlich veranlagt, weil ihnen die besten Ideen just zum idealen Zeitpunkt kommen. Auf Außenstehende kann ein solch reger Geist tatsächlich wirken wie eine spontane Eingebung oder Erleuchtung. Wer sie hat, wird sich im Alltag sicher leichter tun. Nummer 2. Tiere fühlen sich magisch von dir angezogen. Eine übersinnliche Begabung in sich zu tragen, bringt auch schöne Seiten mit sich. Alles, was 4 Pfoten, Hufe oder 2 Flügel hat, fühlt sich magisch zu dir hingezogen. Die Tierwelt liebt Menschen, die mit dem zweiten Gesicht gesegnet wurden. Warum? Einerseits entsteht hier eine spontane Verbindung, die keinen Raum für Missverständnisse lässt. Andererseits spüren die Tiere ganz genau, dass von diesen Menschen keine Gefahr für sie ausgeht. Nummer 3. Du spürst die Schmerzen anderer am eigenen Leib. Kommen wir nun zu einem weniger erfreulichen Aspekt des Hellsehens. Wer in die Köpfe seiner Mitmenschen blicken kann und manchmal sogar in ihr Herz, kann auch ihre Schmerzen spüren. Es ist ganz normal, dass Telepathie eine solche Hypersensibilität mit sich bringt. Geht es anderen schlecht, leiden wir mit ihnen. Kummer und Leid erzeugen negative Schwingungen, die wie jede gebündelte Energie nach außen getragen werden. Ist jemand besonders empfänglich dafür, muss er fühlen, nicht nur hören. Nummer 4. Viele deiner Träume bewahrheiten sich. Die Traumdeutung ist zwar keine exakte Wissenschaft, aber sehr vieles von dem, was uns nachts umtreibt, kann bei Tag tatsächlich eintreten. Wer telepathisch veranlagt ist, sieht oft im Traum Ereignisse, die sich später bewahrheiten. Manche Traumbilder sind aber auch nur symbolisch zu verstehen oder sollen an unser Unterbewusstsein appellieren. Nummer 5. Zu Babys und Kleinkindern hast du sofort einen guten Draht. Ähnlich wie die magische Verbindung zu Tieren funktioniert auch jene zu den Jüngsten unserer Gesellschaft. Babys und Kleinkinder verfügen nämlich ebenfalls über eine hervorragende Menschenkenntnis, auch wenn sie sich noch nicht gut artikulieren können. Wer telepathisch veranlagt ist, schaut diesen kleinen Wesen direkt in die Seele. Die Kinder spüren, dass sie verstanden werden und fühlen sich sicher und geborgen. Nummer 6. Die Vergangenheit spricht zu dir. Das Hellsehen bezieht sich nicht immer nur auf Gegenwart und Zukunft. Manchmal ereilen uns auch Botschaften aus der Vergangenheit, die erst jetzt einen Sinn ergeben. Das zweite Gesicht ist nicht immer nur damit beschäftigt, zu spekulieren und Mutmaßungen anzustellen. Manchmal dient es auch dazu, alte Wunden zu heilen und Frieden zu schließen. Einige telepathische Menschen besitzen daher auch das Talent zum Vermittler und zur Diplomatin. Nummer 7. Manchmal scheint dein Geist deinen Körper zu verlassen. Keine Angst, Telepathie und Nahtoderfahrungen sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Trotzdem kann es vorkommen, dass das zweite Gesicht manchmal dazu führt, dass wir über den Dingen schweben müssen, um sie zu verstehen. Im Alltag manifestieren sich solche mysteriösen Vorkommnisse als eine Art Vision oder Trancezustand.
Für Sekunden nur erleben wir eine außerkörperliche Erfahrung, die schwer zu beschreiben ist. Nummer 8. Deine Intuition lässt dich nie im Stich. Für alle, die an der Existenz von Telepathie zweifeln, ist dieser Aspekt genau der richtige. Wenn es nämlich wirklich so etwas wie das Gedankenlesen nicht geben sollte, kommt ihm das, was wir unter Intuition verstehen, wahrscheinlich am nächsten. Einige wenige Menschen entwickeln mit den Jahren ausgesprochen feinfühlige Sinne für ihr Umfeld. Sie können Launen, Stimmungen und das Gesprächsklima in einem Raum im Nu richtig einordnen. Und das Gefühlsleben der Menschen um sie herum ist ein offenes Buch für sie. Nummer 9. Du bist ausgesprochen empathisch und mitfühlend. Was uns als soziale Wesen besonders auszeichnet, ist das Mitgefühl anderen gegenüber. Hier gibt es innerhalb unserer Gesellschaft zweifellos noch Luft nach oben. Wer jedoch kann, versetzt sich in seine Mitmenschen hinein. Jeder hat ein Päckchen zu tragen und einen Krieg zu führen, von dem andere nichts mitbekommen. Es braucht manchmal nur ein offenes Ohr und die Bereitschaft, um jemandem helfen zu können. Auch so geht Telepathie. Nummer 10. Die Gedanken anderer zu erraten oder zu lesen, fällt dir leicht. Kommen wir nun zum Kernpunkt der Telepathie. Ist es wirklich möglich, die Gedanken anderer entschlüsseln zu können? Wir behaupten ja. Allerdings sollte man sich vielleicht ein Weilchen kennen dafür. Je länger, desto besser. Menschen sind berechenbare Gewohnheitstiere. Sie ändern weder ihre Haltung, noch werfen sie ihre Überzeugungen Hals über Kopf über Bord. Wer die Menschheit nur ein bisschen kennt, kennt ihre Gedanken. Unser heutiges Fazit: Hellsehen und Gedankenlesen. Alles eine Frage der Perspektive. Natürlich gibt es Menschen, die andere lesen können wie ein offenes Buch. Im Allgemeinen handelt es sich dabei um besonders empathische und feinfühlige Zeitgenossen, die viel Lebenserfahrung und ein gutes Gespür für ihresgleichen mitbringen. Einige Menschen machen es uns aber auch einfach nur sehr leicht, ihnen in die Karten zu blicken. Du kannst diese Begabung nennen, wie du möchtest. Es kann sehr gut sein, dass du die Gedanken anderer lesen oder zumindest sehr treffsicher erraten kannst. Du bist vermutlich ein besonders aufmerksamer und mitfühlender Mensch, dem sein Umfeld nicht egal ist. Sei dankbar für diese schöne Gabe und nutze sie weise. In der Geschichte der Menschheit war es bislang nämlich noch nie ein Vorteil, seiner Zeit voraus und mit unerklärlichen Talenten gesegnet zu sein. Halte es lieber wie der Schriftsteller Mark Twain und freue dich darüber, ein besonders begabter Mensch zu sein und es als einziger zu wissen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!